Spanisch-Dusche für Einsteiger. Eine ungewöhnliche Reiseidee. Herzlich willkommen zu deiner Yiki-Sprachdusche Spanisch, einer besonders einfachen und effektiven Form des Lernens. Wusstest du, dass Spanisch nach Englisch und Chinesisch die meistgesprochene Sprache der Welt ist? Dass man nicht nur in Spanien Spanisch spricht, sondern auch in vielen Ländern Lateinamerikas und der Karibik? Und ist dir auch bewusst, dass beispielsweise auf den Philippinen und in Teilen Westafrikas und der Westsahara die spanische Sprache noch präsent ist? In den USA wird Spanisch außerdem durch die vielen Hispanics immer bedeutender und in manch einer Stadt wie zum Beispiel Miami hörst du fast mehr Spanisch als Englisch. Auch wenn es in vielen Ländern kleine Besonderheiten und Eigenheiten gibt, kommst du mit Spanisch also sehr weit und es lohnt sich, diese schöne Sprache zu lernen. Diese und die folgenden Lektionen sind alle gleich aufgebaut. Zunächst hörst du eine größere Anzahl von Vokabeln und kurzen Sätzen mit deutscher Übersetzung. Durch das rhythmische Sprechen und die ruhige Musik wird ein besonders aufnahmebereiter Lernzustand erzeugt. Versuche daher nicht, dir die Vokabeln zu merken, festzuhalten oder dich anzustrengen, sondern lass dich einfach von der Sprachdusche berieseln. Nach den Vokabeln hörst du einen spannenden Dialog, in dem die zuvor gehörten Vokabeln zur Anwendung kommen und du daher alles gut verstehst. Es handelt sich dabei um eine Geschichte, die Laura und Pedro gemeinsam erleben. Capítulo 1. La llamada. Kapitel 1. Der Anruf. Lausche nun zunächst den Vokabeln und kurzen Sätzen und lass dich tragen von den Stimmen, dem Klang der Worte und der Musik. Je wohler du dich dabei fühlst, desto leichter wird dir diese Sprache zufliegen. Vor allem am Anfang geht es daher in erster Linie darum, die Sprache zu genießen. Du kannst dir dein Lernen dabei so gestalten, wie es dir gefällt. Du kannst dich zurücklehnen und die Augen schließen. Du kannst im Begleitbuch mitlesen. Du kannst alles mit- oder nachsprechen. Manche sagen sogar, dass sie beim Anhören einschlafen und dennoch etwas hängen bleibt. Es geht los. La llamada. Der Anruf. La llamada. Dígame. Hallo. Dígame. Buenos días. Guten Tag. Buenos días. El nombre. Der Name. El nombre. Mi nombre es. Mein Name ist. Mi nombre es. Hablar. Sprechen. Hablar. Yo hablo. Ich spreche. Yo hablo. Hablo con Pedro. Spreche ich mit Pedro? Hablo con Pedro. Pedro García Contreras. Pedro García Contreras. Pedro García Contreras. Sí, soy yo. Ja, der bin ich. Sí, soy yo. La señora. Frau. La señora. Buenos días, señora Fröhlich. Guten Tag, Frau Fröhlich. Buenos días, señora Fröhlich. Poder. Können. Poder. Yo puedo. Ich kann. Yo puedo. Hacer. Machen, tun. Hacer. ¿Qué puedo hacer? Was kann ich tun? ¿Qué puedo hacer? Por usted. Für Sie. Por usted. Ser. Sein. Ser.
Yo soy. Ich bin. Yo soy. La guía. Die Reiseleiterin. La guía. Soy guía. Ich bin Reiseleiterin. Soy guía. Planear. Planen. Planear. Yo estoy planeando. Ich plane gerade. Yo estoy planeando. El viaje. Die Reise. El viaje. España. Spanien. España. Un viaje por España. Eine Reise durch Spanien. Un viaje por España. También. Auch. También. Yo también. Ich auch. Yo también. Yo también soy guía. Ich bin auch Reiseleiter. Yo también soy guía. El guía. Der Reiseleiter. El guía. Saber. Wissen. Saber. Yo sé. Ich weiß. Yo sé. Lo sé. Das weiß ich. Lo sé. Por eso. Deshalb. Por eso. Llamar. Rufen, anrufen. Llamar. Le llamo. Ich rufe sie an. Le llamo. Por eso le llamo. Deshalb rufe ich sie an. Por eso le llamo. Ayudar. Helfen. Ayudar. ¿En qué puedo? Wie kann ich? ¿En qué puedo? ¿En qué puedo ayudarle? Wie kann ich Ihnen helfen? ¿En qué puedo ayudarle? Necesitar. Brauchen. Necesitar. Yo necesito. Ich brauche. Yo necesito. La información. Die Information. La información. Necesito información. Ich brauche Information. Necesito información. Alegrarse. Sich freuen. Alegrarse. Me alegro. Ich freue mich. Me alegro. ¿Qué necesita saber? Was möchten Sie wissen? ¿Qué necesita saber? Todo. Alles. Todo. Sobre. Über. Sobre. El país. Das Land. El país. Todo sobre su país. Alles über ihr Land. Todo sobre su país. La gente. Die Leute, die Menschen. La gente. El lugar. Der Ort. El lugar. Los lugares. Die Orte. Los lugares. La naturaleza. Die Natur. La naturaleza. Despacio. Langsam. Despacio.
Bien. Gut. Bien. El español. Spanisch. El español. Habla bien el español. Sie sprechen gut Spanisch. Habla bien el español. Usted también. Sie auch. Usted también. Claro. Klar. Claro. Soy español. Ich bin Spanier. Soy español. ¿Dónde? Wo, woher? ¿Dónde? ¿De dónde es usted? Woher kommen Sie? ¿De dónde es usted? Alemania. Deutschland. Alemania. Soy de Alemania. Ich bin aus Deutschland. Soy de Alemania. Qué bien. Wie gut. Qué bien. La ciudad. Die Stadt. La ciudad. De qué ciudad? Aus welcher Stadt? De qué ciudad? Soy de Freiburg. Ich bin aus Freiburg. Soy de Freiburg. Vivir. Leben, wohnen. Vivir. Vivo en Madrid. Ich lebe in Madrid. Vivo en Madrid. Pero. Aber. Pero. Soy de Málaga. Ich bin aus Málaga. Soy de Málaga. En Andalucía. In Andalusien. En Andalucía. Allí. Dort. Allí. Querer. Wollen. Querer. Quiero. Ich will. Quiero. Ir. Gehen. Ir. Allí también quiero ir. Dorthin möchte ich auch gehen. Allí también quiero ir. Bonito, bonita. Schön. Bonito, bonita. Es muy bonito. Es ist sehr schön. Es muy bonito. Mañana. Morgen. Mañana. ¿Puedo llamarle mañana? Kann ich Sie morgen anrufen? ¿Puedo llamarle mañana? Tener. Haben. Tener. Yo tengo. Ich habe. Yo tengo. Mucho, mucha. Viel. Mucho, mucha. La pregunta. Die Frage. La pregunta. Muchas preguntas. Viele Fragen. Muchas preguntas. Tengo muchas preguntas. Ich habe viele Fragen. Tengo muchas preguntas. Parecer. Passen, scheinen. Parecer. Me parece bien. Das passt mir gut. Me parece bien. Entonces. Dann. Entonces. Le llamo mañana. Ich rufe morgen an.
Le llamo mañana. Adiós. Tschüss. Adiós. Hasta mañana. Bis morgen. Hasta mañana. Diálogo. La llamada. Der Anruf. Laura ist eine deutsche Reiseleiterin und Wanderführerin. Es hat sich rumgesprochen, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes neue Wege geht und ihre Reisen ebenso einmalig wie ungewöhnlich sind. Als sie eine neue Reise plant mit dem Titel Spanien in 3 bis 6 Wochen, eine Reise voller Überraschungen, stößt sie bei ihren Recherchen auf die Homepage von Pedro, einem spanischen Reiseleiter aus Madrid. Dort steht unter anderem: Rücken krumm, spreche Spanisch und du bekommst einen aufrechten Gang, was sie kurz entschlossen zum Telefonhörer greifen lässt. Dígame. Buenos días, mi nombre es Laura Fröhlich. ¿Hablo con Pedro García Contreras? Sí, soy yo. Buenos días, señora Fröhlich. ¿Qué puedo hacer por usted? Soy guía. Estoy planeando un viaje por España. Yo también soy guía. Lo sé, por eso le llamo. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito información. Me alegro. ¿Qué necesita saber? Todo. Sobre su país, la gente, los lugares, la naturaleza. Despacio, despacio. Habla bien español. ¿Usted también? Claro, soy español. ¿Y usted? ¿De dónde es usted? Soy de Alemania. ¡Alemania! ¡Qué bien! ¿De qué ciudad? Soy de Freiburg. ¿Y usted? Vivo en Madrid, pero soy de Málaga, Andalucía. Allí también quiero ir. Sí, Andalucía es muy bonito. ¿Puedo llamarle mañana? Tengo muchas preguntas. Me parece bien. Entonces le llamo mañana. Adiós. Adiós, hasta mañana. Sätze zum Nachsprechen. Es folgen nun einige Sätze mit Pausen zum Nachsprechen, die du auch im Begleitbuch mitlesen kannst. Versuche nicht, sie korrekt nachzusprechen, sondern den Klang, den Sprachfluss, das eigentlich Spanische aufzugreifen. Stell dir vor, du wärst ein spanisches Kind, das eben mit dem Sprechen beginnt. Hab Spaß daran, wie es sich anfühlt, nicht wie du dich anhörst. Die richtige Aussprache kommt dann später von alleine. Buenos días, mi nombre es Laura Fröhlich. ¿Qué puedo hacer por usted? Estoy planeando un viaje por España. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito información. ¿Qué necesita saber? Habla bien español. ¿De dónde es usted? Soy de Alemania. ¿Y usted? Vivo en Madrid. Andalucía es muy bonito. ¿Puedo llamarle mañana? Tengo muchas preguntas. Me parece bien. Adiós, hasta mañana.